Wer nichts wagt, guten Tag. Darf ich mir das Museum anschauen? Natürlich. Dafür ist es ja hier. Danke. Ich bin übrigens Nigel. Nigel Danvers. Wie interessant. Mein Name ist Ugel. Professor Ugel. Der Kurator dieses Museums. Kostet der Eintritt etwas? Normalerweise ja. Aber während der Feiertage ist der Eintritt frei. Sollte ich mir irgendetwas Spezielles anschauen? Viele unserer Ausstellungsstücke sind ungewöhnlich und selten. Wonach suchen Sie in erster Linie? Was können Sie mir über die verlorene angelsächsische Krone erzählen? Ist sie verloren? Etwas, das noch gefunden werden muss, ist nicht notwendigerweise verloren.
Ich weiß nicht, ob ich Sie verstehe. Wenn etwas nach Jahrhunderten voller Aufruhr und Unheil noch immer verborgen ist, glauben Sie wirklich, Sie hätten das Recht, seinen Schlummer zu stören? Sagt Ihnen der Name Ager etwas? Die Agers lebten viele Jahrhunderte lang draußen bei Northfield. Das Haus der Familie steht noch in der Raven Lane. Wo kann ich mehr darüber erfahren? Hier natürlich. Es gibt einige Ausstellungsstücke mit Verbindungen zu den Agers. Der Mord und der geheimnisvolle Mann könnten von Interesse sein. Könnte ich ein Ausstellungsstück borgen für eine Seance oder ein ähnliches Experiment? Die Antwort ist nein. Ich warne Sie. Unsere Sicherheitskameras sind überall. Wir sehen alles. Darf ich Sie etwas anderes fragen? Ja, aber entscheiden Sie sich. Wäre es möglich, heute Nacht wiederzukommen? Zur Geisterjagd? Natürlich nicht. Einige unserer Ausstellungsstücke sind unbezahlbar. Wir lassen nicht zu, dass Studenten überall herumlaufen und nach Kobolden suchen. Spukt es in diesem Museum? Es gibt einige alte Gebäude in Sexton, junger Mann, die vielen Persönlichkeiten ein Heim waren. Ich glaube, dass einige von ihnen ihre gewohnten Häuser nur ungern verlassen. Danke für Ihre Zeit. Ich bin dafür da, zu helfen. Die Informationen sind kostenlos, aber Spenden sind gern gesehen. Darf ich ein Flugblatt mitnehmen? Ja, das ist definitiv möglich. Das Museum steht auf Sextons altem Rathaus, erbaut etwa um 1890. Ist definitiv etwas. Ich sollte mir die Aufnahme anhören. Die neuen Videobildschirme finden Sie im Schmetterlingsraum und der oberen Galerie. Ich werde eine Notiz machen. Ager House, Raven Lane, Northfield.
Da ist ein Loch in der Karte. Die Überwachungsanlage des Museums kann mich hier nicht sehen. Das ist Harbour Cottage. The Bear, beim Hafen. Was für fürchterliche Augen. Sie verfolgen einen. Am Stand von 6. findet diesen Montag der Mai-Feiertagsjahrmarkt statt. Drei Kronen, eine Verbindung zu der Legende. Vergessen Sie nicht, sich das Rätsel und das Skelett von Sexton anzusehen. Schauen Sie unsere großartige Sammlung von Schmetterlingen. Thank you.
ist definitiv etwas. Ich sollte mir die Aufnahme anhören. Die Selbstmordschlinge. Ein grausiges Erinnerungsstück an Edward Molinas Schicksal. Der prominente einheimische Geschäftsmann beging in den 1950er Jahren Selbstmord. Das Museum steht auf Sextons altem Rathaus, erbaut etwa um 1890. Der Sext. Diese Replik eines Sachsenschwertes basiert auf einem kostbaren Objekt, das in den trüben Sümpfen Setchmars gefunden wurde. Musik aus vergangenen Tagen. Alte Grammophonaufnahmen, gestiftet von Wesley Russet, nach ihrer Entdeckung in der Kirche von Alcom. Sehen Sie sich auf die obere Galerie mit unserem künstlerischen Meisterwerk. Ich glaube, ich sollte nicht hier unten sein. Drei Kronen. Eine Verbindung zu der Legende. Da ist definitiv etwas. Ich sollte mir die Aufnahme anhören.
Das Museum ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet, ausgenommen an Feiertagen. Suchen Sie in der Bibliothek nach Büchern über Sexton und Umgebung. Schauen Sie unsere großartige Sammlung von Schmetterlingen. Sie Ihre Füße aus und sehen Sie sich unseren Film über die Stadt. Das Museum steht auf Sextons altem Rathaus, erbaut etwa um 1890. Sehen Sie sich auch die obere Galerie mit unseren künstlerischen Meisterwerken. Das Museum schließt in 10 Minuten. Guten Abend. Ah, da sind Sie ja. Hallo, George. Hinsetzen, Junge. Ich setz den Kessel auf. Thank you.
Mann, hatte ich einen Tag. Das sehe ich. Sie müssen mir alles erzählen. Aber zuerst haben Sie doch sicher ein paar Fragen. Oder etwas, das Sie mir zeigen wollen? Kann ich Sie etwas zur Kirche von Northfield fragen? Ich helfe gern, wenn ich kann. Ich glaube, in der Kirche in Northfield spukt es. Oh, zweifellos. Wer glauben Sie, ist es? Ich bin nicht sicher, aber alle Hinweise deuten auf die Agers. Die Agers? Und Nigel, Sie werden auf sich aufpassen müssen. Warum? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Es waren Brüder. 4 Stück. Alle mit Verbindungen zu den örtlichen Kirchen. Ja, Thomas Ager war ein Pfarrer in Northfield. Ha, ein Heide mit schwarzem Herzen. Ein gemeiner Mensch. Ich gehe noch einmal zur Kirche. Später, heute Abend. Wie? Es ist ein ziemlich weiter Weg und es geht kein Nachtbus. Die Schienen führen vom Bahnhof von Sedgemarsh zum Carrionwald. In diesem Fall müssen Sie dieses Amulett nehmen. Ich hatte das Gefühl, jemand oder etwas hätte mich von der Gleisanlage aus beobachtet. Ich weiß, Nigel. Passen Sie heute Abend auf. Ich habe Mr. Russet getroffen, den Totengräber. Wesley Russet ist so alt wie diese Fans. Er sprach von den alten Bräuchen. Ja, darüber werden wir reden müssen, Sie und ich. Habe ich etwas falsch gemacht? Nein, ganz und gar nicht. Sie sind nur nicht bereit für solche Dinge. Darf ich Sie noch etwas fragen? Natürlich. Ich helfe gern, wenn ich kann. Sie hatten recht mit dem Antiquariat. Oh, Nigel, Sie sollten doch nicht hingehen. Neugier ist der Katze tot, wissen Sie? Wo wir von Katzen sprechen. Offenbar werden ein paar vermisst. Ja, verschwunden, spurlos. Verfluchte Kreaturen. Wohl kein Katzenfan, wie? Ganz und gar nicht. George verabscheut diese Viecher. Das Museum hat viele Geheimnisse präsentiert. Es verbirgt mehr Geheimnisse, als es offenbart. Graben Sie tief, mein Junge. Die Antworten können gefunden werden. Ebenso viele wie Fragen, schätze ich. Können Sie einen Blick hierauf werfen? Natürlich. Ich helfe gern, wenn ich kann. Ich habe das hier von der Kirche in Northfield. Meine Güte, eine Trauerfeier? Schon so bald? Der Vikar wollte, dass ich Ihnen das hier bringe. Vikar? In Northfield? Das war schnell. Vielen Dank, Nigel. Ja, vielen Dank. Ich werde heute Abend mit den Blumen anfangen. Armer Evelyn. Oh, gut, gut. Genug geplaudert. Geben Sie mir Ihre Hand. Wieso? Was wollen Sie tun? Aus Ihrer Hand lesen natürlich. Los, los. Schauen wir uns zuerst Ihre Lebenslinie an, Nigel. Das ist diese Linie hier, die von der Seite zur Mitte der Hand verläuft. Sie haben eine großartige Lebenslinie. Sie ist stark und deutlich ausgeprägt. Das bedeutet gute Gesundheit und Vitalität. Über der Lebenslinie liegt die zweitwichtigste Linie der Chiromantie. Die Kopflinie hier ist getrennt von ihrer Lebenslinie, was auf eine logische und direkte Denkweise hindeutet. Die Tiefe dieser Linie deutet auch auf ein gutes Gedächtnis hin, was immer eine gute Sache ist. Als nächstes kommt ihre Herzlinie, die vom Mittelfinger zur linken Seite der Handfläche verläuft. Ihre beginnt an ihrem Mittelfinger. Das bedeutet, dass Sie eine materialistische Einstellung zum Leben und zur Liebe haben. Die kleinen, durchbrochenen Linien zeigen, dass Sie Pech in der Liebe hatten. Außerdem ist Ihre Hand rechteckig geformt. Sehr rechteckig sogar. Das legt nahe, dass Sie ein hart arbeitender, entschlossener und bodenständiger Mensch sind. Das ist ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass Sie gute Werte haben und denen, die Sie kennen und mit denen Sie arbeiten, viel bieten können. Ist das Ihre erste Handlesung? Tatsächlich. Ich wusste nicht, dass Handlesen so aufschlussreich sein kann. War sie präzise? Ah, das wäre zu viel gesagt. Fürs Erste kann ich sagen, dass es gruselig präzise war. Früher hat man Leute für derartige Fähigkeiten verbrannt, nicht wahr? Ich weiß. Abergläubische Narren. Selbst abgelegene Orte wie Sexton wurden von Hexenjägern heimgesucht, wütenden Schurken mit Fackeln und den paranoiden religiösen Fanatikern der Abtei.
Ich glaube, die Unschuldigen, die lebendig verbrannt wurden, suchen diese Stadt immer noch heim. Sie suchen Gerechtigkeit für ihren Tod. Ein schreckliches Geschäft. Ich habe jeden neuen Beweis zur Sammlung hinzugefügt. Eine Aufnahme aus dem Altarraum der Kirche. Er nahm meine Hände. Er nahm meine Hände. Egal. Eine Aufnahme aus den Bankreihen der Kirche. Eine Aufnahme vom Skelett im Museum. Seltsame Geräusche, aufgenommen am Gemälde Der Krähenbaum. Eine schaurige Aufnahme der gestellten Schlinge im Museum. Ist jemand hier gewesen?